Ja, schönen guten Abend. Wir besprechen heute ein wichtiges Thema, finde ich, in der Küche, in der Feinschmeckerküche, nämlich das Thema Austern. Ich habe mir gedacht, ich habe selber über die Jahre so viel falsch gemacht dabei, da kann man jetzt mal einfach klären, was wichtig ist bei dem Thema, weil im Grunde genommen ist es alles nicht so schwierig, wenn man ein paar Tricks kennt oder wenn man auch einfach weiß, was man machen muss. Das hier sind Austern. In dem Fall habe ich Sylter Royal mir besorgt. Das sind etwas kleinere. Also diese Größe ist für Austern relativ klein. Was man hier schon mal sieht, das ist die Auster so, wie sie geliefert wird. Und das ist die Auster so, wie man sie servieren kann. Die ist gebürstet. Es gibt hier solche Austernbürsten für wenig Geld zu kaufen. Das sind sehr harte Bürsten. Und was man machen muss, ist die Auster unter fließendes kaltes Wasser zu halten. Und einfach zu rubbeln mit der Bürste, so lange bis sie so aussieht, dann kann man sie aufmachen. Was wir noch haben an Werkzeug, ist ein Schnittschutzhandschuh. Kostet ungefähr 10 Euro. Wenn man will, kann man auch 100 Euro ausgeben, aber der hier tut es vollkommen. Das ist Gewebe. Die teureren Handschuhe sind aus Stahl. Das braucht man vielleicht in der Metzgerei. Hier für die Austern braucht man es nicht. Dann habe ich ein handelsübliches Küchentuch. Ein Austernmesser kostet auch nicht viel. Wichtig ist kurze, kräftige Klinge. Hier Fingerschutz, der ist auch wichtig, dass hier nichts durchschlägt. Dann habe ich zur Sicherheit noch ein normales Messer, eine Gabel und ich habe ja gesagt Werkzeug, aber trotzdem natürlich ein bisschen Zitrone und ein bisschen Weißwein. So, jetzt wir nehmen das Küchentuch, legen das hier aufs Schnittbrett. Übrigens, ich habe immer getrennte Schnittbretter, also das heißt, das ist ein Schnittbrett, das ist nur für Meeresfrüchte. Das ist wichtig, weil wenn man in der Küche Sachen macht, die hygienisch schwierig sind, ich mache viel Niedrigtemperatursachen, dann muss man aufpassen und dann empfiehlt es sich für jede Sorte Zutaten ein eigenes Schneidebrett zu haben. Ich habe eins für Gemüse, eins für Fisch, eins für Fleisch. Und eins für Meeresfrüchte. Und jetzt ist Folgendes. Also ich bin Linkshänder. Ich nehme das Messer in die linke Hand. Rechtshänder nehmen das da. Die machen dann alles, was ich jetzt machen werde, natürlich spiegelverkehrt. Übrigens, wenn wir fertig sind, müssen wir die Austern noch servieren. Ich habe hier, finde ich, die beste Möglichkeit, Austern zu servieren. Das ist ein Teller mit Salz. Wer es etwas schicker möchte, nimmt grobes Meersalz. Ich habe hier einfach normales Salz drin, weil das Problem ist bei Austern, wenn man sich es hier anschaut, die Dinger sind unten nicht eben. Also übrigens, eine Auster hat immer eine obere Seite, die ist eher gerade und eine Unterseite, die ist eher nicht gerade. Und man macht sie oben auf, das heißt, man hebt diese flache Seite, hebt man dann ab und dann muss man sie hier irgendwie servieren. Der Klassiker ist auf Eis. Ich finde, dass Austern besser schmecken, wenn sie nicht ganz so kalt sind. Deswegen bei mir kein Eis, bei mir einfach Salz. Dann kann man die da reindrücken, dann bleibt sie liegen. Ich kann es hier mal zeigen kurz. Wenn man das hier reinlegt, sieht man, bleibt liegen. Hier ist der Abdruck. So machen wir das nachher auch mit den Austern, die wir tatsächlich essen wollen. Also wir nehmen eine Auster. Ich suche mir einfach mal eine aus. In das Küchentuch. So rein. Dass diese Unterseite hier sichtbar bleibt, das ist die wichtige Seite. So, dann nehmen wir unseren Schneidschutzhandschuh, ziehen den an, wirklich wichtig, nehmen unser Austernmesser und setzen, ich versuche es mal hier nahe zu zeigen, hier unten ist eine Nahtstelle, wo die Oberschale auf der Unterschale sitzt, da müssen wir dazwischen. Wir werden da reingehen, werden es dann aufhebeln. Und dann hat so eine Muschel, nicht nur die Auster, andere Muscheln auch, zwei sozusagen Befestigungsstellen. Eine ist hier oben, eine ist da unten. Die obere ist die zunächst mal wichtigere, weil die müssen wir abmachen, sonst geht der Deckel nicht ab. Diese obere Befestigung liegt quasi entgegen dem Uhrzeigersinn hier auf der Innenseite. Das heißt, wenn ich das in die rechte Hand nehme, dann ist es die Außenseite. Da muss man quasi von hinten rein, muss hier entlang fahren und diese Befestigungen abtrennen, sonst geht die Muschel nicht auf. So, jetzt probieren wir das mal hier rein, mit dem Messer rein, dann ein bisschen hebeln.
Man braucht durchaus Kraft dafür. So, jetzt ist es schon ab. Wo man auch aufpassen muss, bei diesem Abhebeln entsteht hier so Abrieb. Diesen Abrieb wollen wir nicht nachher im Essen haben. Das heißt, da muss man echt aufpassen, dass man das Messer hier einfach mal abwischt, dass der nicht reinkommt. Ansonsten, wenn der reinkäme, das passiert manchmal am Anfang, dann ist es auch kein großes Drama. Dann könnte man die komplette Auster aus der Schale raustun, weil die Flüssigkeit, die hier drin ist, ist kein Austernwasser, wie es oft heißt. Das ist einfach Meerwasser. Das kann weg. Also Auster raus, in ein feines Sieb, unter kaltem Wasser abbrausen, wieder rein in die Schale und alles ist schick. So, und jetzt muss ich hier hebeln. Und zwar an der Oberseite entlang, vorsichtig, um diese Verschlussgeschichte abzuhebeln. So, haben wir geschafft. Jetzt ist hier unsere wunderbare Muschel zum Vorschein gekommen. Jetzt nehme ich mal das andere Messer, weil das ist sauberer. Und mache hier ganz vorsichtig einmal so rum. Und man sieht vielleicht, hier ist jetzt die untere Befestigung. Die muss auch noch ab. Machen wir einfach mit dem Messer. So lange, bis dieses Muschelfleisch hier frei schwimmt. Wunderschöner Anblick. So, und jetzt kann man machen damit, was man will. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Hier nochmal, dass man sieht, ich serviere sie jetzt mal. Ich tue so, als würde ich sie servieren. Sieht doch schön aus. Also gibt verschiedene Varianten jetzt an der Stelle. Man könnte feingehackte Schalotte und Rotweinessig wäre so ein Klassiker. Apfelschaum wäre ein weiterer Klassiker, also das heißt, man nimmt einen Apfel, jagt ihn durch die Saftpresse und dann entsteht oben auf diesem Saft so ein bisschen so wie eine Crema beim Cappuccino, die man dann hier mit dem Löffel draufgeben kann. Kein Salz, die Auster lebt ja im Meer, die ist salzig genug, da muss man also nicht eingreifen. Ich bin ein Fan, ich nehme einfach klassisch die Zitrone, ein bisschen drüber. So. Und dann natürlich den Weißwein. Und dann, ich habe jetzt keine schicke Austerngabel da, ist aber völlig wurscht. Einfach eine normale Gabel. Oh, super. Zum Wohle. Mmh.